guten Morgen, 10. August 2015. Ich bin Yves und der Bus steht schon da. Wie immer. Auf dem Weg zum Bus und dann auf dem Weg in die Universität. Läuft. Wie Laura erklärt uns jetzt, was heute passiert ist. Nix. Luisa, erklär es bitte besser. 11:15 Uhr fährt der nächste Bus wieder zurück. Was hat passiert? Was hat passiert? Erklär es den Leuten. Was hat passiert? Nichts! Wir haben ja nichts, einfach gar nichts. Schön, ne? Geil! Geil! Was willst du denn? Geil! Ein typischer Tag in Malaysia, nichts passiert. Warten! Aber wir wissen nicht worauf. Wir warten, dass das Maxis Office aufmacht, damit wir eine neue SIM-Karte kriegen. Aber die haben eine Stunde Verspätung. Geil! Überragend! Meine Stimme ist schön. Meine Stimme ist absolut schrecklich, aber ich liebe es zu singen. Liebe Luisa, ich bitte um ein Resümee von heute. Okay, also es fing an mit Warten. Es ging weiter mit Warten. Und endete mit, wir fahren jetzt nach Hause, wir haben keinen Bock mehr. Wunderschön angekommen mit dem Bus, sehr sichere Fahrt, nichts passiert, alle leben noch. Wir haben uns entschieden, zu Fuß zu gehen. Yeah. Step by step. Zigarettenraucher, ey. Immer muss man auf die warten. Was ist denn das für Feuer sein? Wo die Hosen? Was hast du getan? Das ist unglaublich. Wie das bei mir aussieht. So übertrieben ist das nicht. Was willst du eigentlich? Ich finde es eigentlich voll geil. Kann ich biegen? Ah, den kann man biegen. Du kannst auch hier biegen. Ja. Du musst so eine Seite so machen und die andere so. Ja, du musst sie so machen und die Ohren nach vorne knicken. Ich esse jetzt zum ersten Mal. Also, China-Nudeln zähle ich jetzt nicht dazu. Richtig chinesisch essen. So mit allem Möglichen. Warmes Wasser. Ja. Wolltest du das? Ja. Oh Gott, schmeckt der Scheiße. Ja? Was ist das? Das ist das Schiffen. Guten Appetit, ne? Fazit des Essens. Geil, können wir nochmal essen. Was war das denn? Wie bitte? Das war so ein schwangeres Huhngegacker. Willkommen zur wunderschönen Domain der nächsten Einkaufsstraße. Headmaster. Was müssen das für Domain sein?